Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Videorezension zu Percy Jackson erzählt griechische Göttersagen von Rick Riordan aus dem Carlsen Verlag geben. Das Ganze kostet nur 16,99 € und ist jetzt glaube ich im Dezember, Ende Dezember oder Anfang Januar erschienen. Und oh mein Gott, ich als absoluter Percy Jackson Fan musste dieses Buch natürlich sofort besitzen und habe das Ganze dann auch noch vom Verlag als Rezensionsexemplar gestellt gekriegt. Was glaubt ihr eigentlich, wie ich mich gefreut habe? Ich wäre am liebsten im Dreieck gehüpft und hätte laut gesungen, griechische Lieder angestimmt, aber leider kann ich kein Griechisch. Und somit hatte sich das Ganze dann erübrigt. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut und habe mich natürlich dann sofort in diese Geschichte reingestürzt. Das Ganze habe ich mit der lieben Malle von Buchfeder zusammengelesen. Ihren Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, ich und Malle haben es halt so gemacht, der Esel geht immer voran, dass wir jeden Tag zwei Geschichten gelesen haben. Das Ganze hat sich dann natürlich ein bisschen gezogen, weil ich glaube, es sind rund 24 Geschichten. Und ja, der Einstieg von diesem Buch war wahnsinnig toll. Es ist so ein bisschen, also Percy erzählt sozusagen die verschiedenen Geschichten der Götter. Er ist zwar der Sohn des Poseidons, aber wer könnte es besser erzählen als er? Und somit startet er von Apollo bis von Apollo über Hermes bis Athene und Demeter und wie sie alle heißen und erzählt uns, was wir noch nicht wissen. Ich fand das wahnsinnig cool gemacht. Es hatte einen eigenen und total witzigen Charme, denn Percy baut hier immer wieder so eigene Floskeln ein und macht so blöde Zwischenkommentare und das hat mich definitiv immer mal wieder zum Schmunzeln gebracht. Ich muss zwar sagen, dass ich den Anfang, die ersten 200 Seiten, sehr, sehr stark fand. Dann kam so eine Mittelflaute, hatte ich das Gefühl, weil diese Geschichten konnten mich alle nicht so ansprechen, weil ich sie teilweise auch ein bisschen ja zu lang fand. Ich finde, man hätte das noch ein bisschen kürzen können. Es ist auch ein Buch, was sehr deutlich herausbringt, dass die Geschichten der griechischen Götter sehr brutal sind. Also man erlebt hier schon einiges an Grausamkeiten, was ich jetzt nicht schlecht fand. Also versteht das nicht falsch, aber darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Es ist jetzt nicht so harmlos, sondern es ist schon, also es wird schon ziemlich deutlich auf bestimmte Details eingegangen. Percy verpackt das aber immer sehr, sehr gut und sagt dann auch, ja, macht das bloß nicht nach, das ist gefährlich und wenn euch das und das passiert, dann macht euren Mund auf, weil so und so. Das fand ich wahnsinnig gut. Hier ist ein absoluter Lerneffekt drin und ja, ich muss aber sagen, dass mir echt dieser Mittelteil, so die Seite, was war es, 300 bis 400 nicht so gut gefallen hat. Dann fing der Schluss an, der war wieder wesentlich stärker, gerade so die Geschichte von Apollo und Artemis, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Artemis war so sogar eine meiner Lieblingsgeschichten hier aus diesem Buch. Und dann kam das Ende und das fand ich auch nochmal sehr charmant und witzig gestaltet. Und ja, alles in allem ein guter Ableger der Percy Jackson-Reihe mit sehr vielen humorvollen Kurzgeschichten, die manchmal stärker, manchmal schwächer sind, aber ich denke, so im Laufe dieses Buches wiederholte sich auch einiges und das wirkte dann so etwas langgezogen und langweilig, also auf jeden Fall ging mir das so und ansonsten aber sehr, sehr gut gemacht und sehr gelungen. Ich bin echt begeistert, dass ich das lesen durfte. Von mir hat das Ganze dann 4 Sterne gekriegt. Ich bin jetzt schon wahnsinnig heiß darauf, einfach Helden des Olymps weiterzulesen und weiter in diese griechische Welt einzutauchen mit meinem neuen Hintergrundwissen über die Götter. Ich muss ja auch sagen, nach und nach wurde mir durch dieses Buch Zeus immer unsympathischer. Das darf man vielleicht gar nicht so laut sagen. Nachher trifft mich gleich hier der Blitz. Aber es ging mir echt so, dass ich dachte, boah, dieser Typ ist einfach nur voll der Kotzbrocken und voll ätzend. Andere Götter hingegen wurden mir total sympathisch. Zum Beispiel Hades. Das mag man nicht glauben, aber ich fand Hades einfach wahnsinnig cool. Und ja, Artemis sowieso. Artemis wird diese ausgesprochen. Ihr wisst, wen ich meine. Also diese jungfräulige Göttin, die mit den Jägerinnen durch die Welt zieht halt. Ja, Aphrodite zum Beispiel mochte ich noch weniger, als ich sowieso schon mochte. Irgendwie ist diese Frau total oberflächlich und das kam hier auch nochmal ganz doll raus. Ich bin ja auch gespannt, es wurden immer so Andeutungen auf beide Reihen gemacht, also auf Percy Jackson selber und auf Helden des Olymps. Ich empfehle auch dieses Buch erst zu lesen, wenn man die Percy Jackson-Reihe durch hat, denn hier sind schon so einige Spoiler mit drin, gerade so, wenn es um Poseidon geht oder um Zeus oder ja, um Athene. Also ihr solltet hier definitiv
drauf warten, bis ihr die 5 Bände von Percy Jackson durchgelesen habt und dann erst zuschlagen. Auch weil das Ganze so ein bisschen auf Helden des Olymps andeutet und man da so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Und ja, das war's eigentlich auch schon von mir. Ich habe mich sehr über diese 500 Seiten gefreut, die ich mit Percy wieder mal verbringen durfte. Ich bin gespannt, was mich in Helden des Olymps Teil Nummer 2 erwarten wird. Und ja, ich denke, ich habe genug gequatscht. Schreibt mir gerne mal, welche Geschichte von euch hier die Lieblingsgeschichte draus war oder ob ihr das Buch noch haben wollt und worauf ihr euch am meisten freut. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.